Kein Reich in der Geschichte der Menschheit eroberte so viel Land in so kurzer Zeit. Sie brachten Technologie, Kultur und Toleranz, gleichzeitig aber auch Mord, Zerstörung und Terror. Temujin Borjigin war ein schüchterner und verängstigter Junge. Im Jahre 1162 am heiligen Berg Buchan Khaldu geboren, war er der Sohn des Yuzugai, dem Clanchef der Mongol. Der mongolischen Tradition nach ging Yuzugai mit seinem Sohn, als dieser neun war, auf Brautschau zu einem fremden Clan. Temujin fand dort auch seine zukünftige Frau Börte. Diese Tradition der Kinderheirat wird bis heute noch von Angehörigen des Yeoli-Clan durchgeführt. Nach der mongolischen Tradition musste Temujin eine Zeit bei seinen neuen Schwiegereltern bleiben. Yuzugai ritt also alleine zurück in sein Clansgebiet. Er bekam überraschenderweise eine Einladung von dem verfeindeten Clan der Tataren. Er nahm diese an. Ein fataler Fehler. Yuzugai wurde vergiftet und sein Machtgebiet war nun ohne einen Führer. Der Mongol-Clan löste sich auf und Temujin samt seiner Familie mussten fliehen. Nach mehreren Jahren in bitterer Armut und Gefangenschaft schaffte es Temujin im Alter von 15 Jahren, von seinen Peinigern zu fliehen. Sein Charisma konnte einer seiner Wachen davon überzeugen, ihn gehen zu lassen. Seine Flucht aus der Gefangenschaft samt seiner Fähigkeit als Krieger brachten ihm eine starke Reputation in der gesamten Mongolei ein. Diese nutzte er aus, um seine Macht wieder zurückzuerlangen. Durch geschickte Bündnisse, treuen Gefolgsleuten und seinen militärischen Genie vollbrachte er das Unmögliche. Er vereinte alle nomadischen mongolischen Stämme zu einer Einheit. Im Sommer des Jahres 1206, am Fuße desselben Berges, an dem Temujin geboren worden ist, wurde er vom wichtigsten Schamanen der mongolischen Stämme Tep Tengri zum universellen Herrscher gemacht, Genghis Khan. Die verschiedenen unterworfenen Stammesanführer sollen Genghis Khan mit folgenden Worten die Treue geschworen haben: Wir werden dich zu unserem Khan machen. Du sollst an unserer Spitze gegen unsere Feinde reiten. Wir werden wie ein Blitz auf diese Feinde einschlagen. Wir werden dir ihre schönsten Frauen, Mädchen und Schätze bringen. Nach seiner Machtergreifung führte Genghis Khan mehrere Neuerungen in sein Reich. Er verbat den Verkauf von Frauen und Diebstahl und sogar das Jagen von Tieren während ihrer Paarungszeit wurde verboten. Er führte eine einheitliche Schrift ein und garantierte allen in seinem neuen Reich religiöse Freiheit und gründete zudem die neue Hauptstadt Karakorum. Die wohl wichtigste Reform war wohl seine militärische. Die mongolische Armee wurde in ein Dezimalsystem, also in 10.000schaften, aufgeteilt. Dies sorgte für eine bessere Organisationsstruktur innerhalb des Militärs. Außerdem, konträr zur mongolischen Tradition, wurde in seiner Armee derjenige befördert, der am fähigsten und loyalsten gegenüber Genghis war, unabhängig seiner Abstammung. Beute und Vorräte wurden fair aufgeteilt und jeder Soldat bekam sein eigenes Pferd. Er machte aus mongolischen Fischern, Schäfern und Jägern eine berittene und schlagfertige Armee und diese würde bald aufbrechen, um zu erobern. Genghis Khan eroberte bereits im Jahr 1210 das Reich der Tanguten. Sie waren der mongolischen Horde hoffnungslos ausgesetzt und kapitulierten nach kurzer Zeit. Anders sah es aus bei dem nächsten Opfer von Genghis Khan. Besser gesagt, hätte es anders aussehen sollen. Die Jin-Dynastie im heutigen Nordchina waren die einstigen Machthaber über die mongolischen Stämme, indem sie Tribut von ihnen verlangten. Genghis Khan würde dies aber ändern. Im März 211 erklärten die Mongolen den Jin den Krieg. Die chinesische Dynastie konnte ca. 900.000 Mann mobilisieren. Die Mongolen hatten zwar nur 90.000, aber diese waren allesamt beritten und somit außerordentlich flexibel und schnell. In der Schlacht von Yuling, in der Nähe der Jin-Hauptstadt Peking, konnten die Mongolen die riesige Jin-Armee vernichtend schlagen. Wie konnten sie das schaffen? Nun, die Mongolen hatten eine Art Signature-Move, könnte man sagen. Sie teilten ihre Armee in mehrere Gruppen auf und versuchten, die große Armee der Jin zu flankieren. So entstand die Illusion, dass die mongolische Streitkraft größer ist, als sie eigentlich ist und immer wieder neu angreifen kann. Die Mongolen verbrannten und zerstörten ganze Landstriche als Teil ihrer psychologischen Kriegsführung, um den Feind zu demoralisieren. Beim Niederbrennen ganzer Städte ließen sie teils nur einige Menschen überleben, damit diese die Geschichte über den mongolischen Terror weitererzählen konnten. Zudem verschonten sie ebenfalls Ingenieure, Künstler und Wissenschaftler, quasi jeder, der den Mongolen in irgendeiner Form wertvoll erschien. Während der Eroberung des Nordens von China griffen die Mongolen nebenbei die Liao-Dynastie im Westen an und eroberten diese. Mal so ganz nebenbei. Nach mehreren Jahren des Krieges und der Zerstörung ganzer Landstriche wollte sich Genghis Khan eine Pause gönnen. Er wollte sein Reich durch Handel florieren lassen. Die Seidenstraße, welche durch die Mongolen wiederbelebt werden sollte, wollte er hierzu nutzen. Genghis Khan sendete im Jahr 1219 eine große Handelskarawane in das Anushteginidenreich, welches im heutigen Persien liegt und einen großen Teil der Seidenstraße beinhaltet. Anushteginidenreich, ja. Er erhoffte sich eine Allianz mit Ala-ad-Din Muhammad II. Und lukrative Handelsangebote. Die Karawane wurde vom Gouverneur einer Provinz im Reich aufgehalten und beschädigt. Man traute den Mongolen nicht, nachdem sich die Nachricht über ihre Zerstörungskraft, welche sie in China auslebten, auch nach Persien verbreitete. Empört über die Verhaftung, sendete Genghis Khan drei Botschafter zum Schah selber und forderte Entschädigung. So.
So, und nun willkommen zu Dingen, die man einfach nicht machen sollte. Ich bin Ihr heutiger Gastgeber. Also, bitte setzen Sie sich hin. Also, ein psychopathischer, blutrünstiger Herrscher verlangt nach einer Entschädigung und bittet nett um einen Handelsvertrag. Was tun Sie? A. Sagen nein, B. Sagen ja oder C. Töten einfach die fucking Delegation und senden einen Kopf persönlich zum Khan. Also ehrlich, wie dumm kann man eigentlich sein? Genghis Khan war ein Botschafter quasi heilig. Sie bekamen eigene Pässe, um frei durchs Land reisen zu können. Er betrachtete das Töten seiner Delegation als eine Kriegserklärung. Und so mobilisierte er Belagerungsingenieure aus China und seine Armee für eine Invasion. Die Mongolen konnten binnen 2 Jahren dieses Reich komplett vernichten. Sie besiegten Adin Schlag nach Schlacht. Er verstarb nach kurzer Zeit und so musste sein Sohn Jalal übernehmen. Dieser floh heroischerweise nach Indien und überließ sein Reich der mongolischen Horde. Sie plünderten und zerstörten jede Stadt, die ihnen in die Quere kam. Am Ende starben 1,7 Millionen Menschen, 1/4 aller Einwohner im gesamten Reich. Das alles nur, weil ein gewisser Herr Dummdödel meinte, einen auf überkrass zu machen. Mehrere Rebellionen erschütterten das mongolische Reich und so musste der große Khan zurückkehren, um diese niederzuschlagen. Aber die Mongolen wären nicht die Mongolen, wenn sie nicht aufhören würden zu erobern. Ein Teil seiner Armee unter der Leitung der talentierten Generäle Subutai und Jedde wurde Richtung Russland geschickt, um dort zu plündern und kleinere Teile des Gebietes zu erobern. Im Jahre 1223 bei der Schlacht an der Kalka wurden die russischen Prinzen besiegt. Sie baten um einen Friedensvertrag mit Subutai. Dieser wollte aber die russischen Monarchen für ihren Widerstand gegen ihn bestrafen. Er ließ eine Plattform bauen, unter denen die Prinzen lagen, und hielt darüber ein Festessen. So wurden diese langsam zerquetscht. Er eroberte jedoch nicht ganz Russland. Diese Expedition war lediglich ein kleiner Zwischentrip für die beiden Feldherren. So eine Art Tankstellenrast für Reisende. Doppelt so groß wie das Römische Reich stand das mongolische Khanat stolz von Sibirien bis nach Armenien. Zwar starb Genghis Khan am 18. August 1227, manche Quellen sagen, er fiel von einem Pferd, andere wiederum, dass er krank war, aber mit dem Tod des universellen Herrschers endete nicht das mongolische Reich. Es fing gerade erst an.